Moin Leute und herzlich willkommen zum kleinen Statement-Video für meinen Kanal. In diesem Statement-Video möchte ich euch gerne erklären, warum es seit fast 2 verfickten Jahren keine Videos mehr kam, wie es jetzt mit dem Kanal weitergehen wird, was ich geplant habe und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, erstmal der Reihe nach. Warum habe ich vor fast 2 Jahren aufgehört, Videos zu machen? Ja, Leute, also da muss ich ehrlich sagen, ich war leider ein bisschen gezwungen, damit aufzuhören. Ich musste für mich persönlich entscheiden, ob ich jetzt weitermache oder nicht, denn ich war vor 2 Jahren noch in der Schule auf dem Weg zum Abitur. Aber meine Noten waren jetzt nicht die besten, würde ich jetzt mal so leicht behaupten. Sie waren ausreichend, in Ordnung, befriedigend, wie ihr es auch mal nennen möchtet. Musste ich auf jeden Fall was verändern, denn sonst hätte ich das Abitur wahrscheinlich nicht bestanden. Und da habe ich für mich tatsächlich entschieden, okay, Videos hier auf den Kanal zu bringen, macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das ist auch wirklich ein Hobby von mir. Aber erstmal die schulische Ausbildung, den Schulabschluss zu schaffen, war für mich in diesem Sinne erstmal wichtiger. Und deswegen habe ich tatsächlich vor 2 Jahren gesagt, okay, ich höre mit Videos auf und versuche, meinen Schulabschluss zu schaffen. PS, mit Erfolg. Ich habe es geschafft. Das ist halt der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich höre mit den Videos auf und versuche jetzt erstmal meine schulische Laufbahn auf die Reihe zu bekommen. Okay, man hätte jetzt sagen können, hey, nach dem Abitur hättest du ja weiter Videos machen können. Das stimmt, hätte ich machen können. Aber wiederum ging es ja jetzt mit dem Studium los. Und beim Studium wusste ich jetzt auch nicht genau, ob ich da genug Zeit habe, Sachen hochzuladen, zu bearbeiten. Denn so ein Video zu erstellen, dauert halt tatsächlich auch wirklich lange. So ein gutes Video zu erstellen, damit ihr es auch versteht, dauert halt tatsächlich ein paar Stunden. In diesen paar Stunden könnte man auch was halt für die Schule tun, beziehungsweise für die Uni. Jetzt habe ich das erste Semester hinter mir und jetzt kann ich halt auch wirklich sagen, okay, Uni nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, aber man könnte jetzt auch wieder anfangen, mit dem Kanal was zu machen, weil ich finde es persönlich sehr, sehr schade, wenn der Kanal praktisch wirklich nicht mehr weitermachen würde. Ich meine, der Kanal ist jetzt natürlich jetzt nicht groß, um Gottes Willen, aber ich finde, eine gewisse Größe hat er schon erreicht. Ich meine, 3000 Abonnenten oder aktuell der Aufnahme 3700 Abonnenten ist jetzt auch keine kleine Zahl, wie ich finde. Und darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz. Und deswegen habe ich gesagt, hey komm, ich versuche das weiterzumachen. Ich finde es schade, wenn es einfach jetzt aufhören würde. Deswegen habe ich mir vorgenommen, mal wieder ein paar GTA-Glitches hochzuladen, GTA-Videos zu machen. Aber ich muss auch direkt sagen, dass es in diese Masse, die ich früher hatte, nicht passieren wird. Was meine ich damit? Ganz einfach. Früher habe ich ja immer Glitches hochgeladen, die brandaktuell waren, die gerade jetzt rausgekommen sind. Wenn ich die Zeit dazu habe, werde ich das auf jeden Fall auch machen. Natürlich, ne, krasse Glitches müssen einfach direkt hochgeladen werden, damit ihr die direkt ausnutzen könnt, denn Rockstar patcht die generell sehr schnell. Aber ich werde jetzt keine 5 Videos in der Woche hochladen oder sowas, ne, das werde ich auf jeden Fall nicht schaffen. Aber ich habe auch eine neue Leidenschaft. Was heißt neue Leidenschaft? Ich habe eine alte Leidenschaft. Ich spiele ja GTA Online seit praktisch Release, ne? Ich bin in GTA Online Level 799 erspielt. Man könnte sagen, dass ich ein Suchti bin und ich verneine das auch auf jeden Fall auch nicht. Ich bin tatsächlich einfach einer, der GTA einfach von vorne bis hinten zockt und das auch wirklich sehr, sehr gerne macht. Aber ich spiele auch seit Kindheitstagen gerne, jetzt kommt's, Minecraft. Ja, richtig, ihr habt richtig gehört, Minecraft. Ich meine, das Niveau von GTA zu Minecraft kann man jetzt drüber streiten. Ich meine, viele fangen mit Minecraft an und gehen dann zu anderen Spielen. Ich mache es genau andersrum. Ich fange mit GTA an und gehe wieder runter zu Minecraft. Und zwar habe ich geplant, ein neues Format auf dem Kanal einzuführen. Und zwar Minecraft. Dadurch, dass die Corona-Krise ja gerade ist und ich hier leider zu Hause ein Selbststudium machen muss, habe ich auch gewissermaßen ein bisschen Zeit. Und diese Zeit habe ich tatsächlich auch ein bisschen genutzt, um mit meinem Kumpel ein bisschen Minecraft zu spielen. Ne, klar, wir haben Minecraft in Kindheitstagen gespielt. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich diesen Minecraft-Account besitze, aber es sind bestimmt schon 8 Jahre. Und haben natürlich nach Minecraft mal wieder gestartet, zusammen gezockt, haben die Serverliste mal durchgesucht und praktisch alle Server, die wir damals gespielt haben, sind einfach offline, was ziemlich schade ist. Aber tatsächlich eines Tages haben wir dann einen Server gefunden, den wir früher gespielt haben, der wieder neu eröffnet. Zufall oder nicht, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall mega nice. Und hier kommen wir nämlich zum neuen Format. Auf diesem Server spiele ich aktuell sehr, sehr gerne und auch recht aktiv drauf. Und ich werde auch darüber ein paar Videos mal hochladen. Habe ich auf jeden Fall fest vorgenommen, aber es werden auch andere Minecraft-Videos folgen, ne? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall werden wir ein paar Minecraft-Formate bringen. Ich werde auch demnächst mal ein Video machen, wo ich diesen Server euch mal vorstelle, dass ihr da auch mal drauf joinen könnt und mit mir fighten könnt.
beziehungsweise mit mir spielen könnt oder auch gegen mich, besser nicht, also mit mir am besten, wird das so auf jeden Fall in der Zukunft ablaufen. Ich werde natürlich immer noch GTA-Content hochladen, die neuesten aktuellen Glitches auf jeden Fall, aber auf jeden Fall werde ich auch versuchen, mal neuen Content hochzuladen. Denn Minecraft ist genauso eine Leidenschaft von mir wie GTA Online. Minecraft spiele ich halt auch dementsprechend auch deutlich länger als GTA. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr sagt so, hey, komm, das klingt eigentlich voll cool, kannst du mal gerne machen, wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Und deswegen hoffe ich auch auf eure Unterstützung bei diesem Pilotprojekt. Informationen zu dem Minecraft-Projekt werde ich auf jeden Fall in den nächsten Videos auf jeden Fall mal genauer bekannt geben. Aber gut, das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht, als ich mal wieder ein Video hochgeladen habe oder sonst desgleichen. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal schreiben würdet, was ihr davon überhaupt haltet. Ob ihr sagt so, hey, coole Idee, mach auf jeden Fall, bin dabei. Oder sagt so, pff, Alter, verschwinde wieder, kein Bock auf dich. Haut alles in die Kommentare rein, über Like würde ich mich genauso freuen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, ne? Bleibt gesund, haut rein, ciao.